wie es ja immer so ist im Leben und vor allem, wenn man so rumreist, kommt es immer anders, als man denkt. Kam dann von ihr die Nachricht, hey, Noah, I fucked up. Und ja, ich habe letzte Nacht mit Ryan geschlafen. Ja, hi, ich bin der Noah. Ich bin vor kurzem 29 geworden und ich bin heute hergekommen, um meine Ukulele mitzunehmen. Jedes Mal, wenn ich sie mittlerweile an der Wand hängen sehe, erinnert es mich wieder dran, dass wir beide zusammen so einiges überlebt haben. Das zaubert mir immer auf der einen Seite meines Gesichts eine Träne, auf der anderen Seite ein Lächeln. Hallo Noah, schön, dass du im Fundbüro der Liebe bist und die Ukulele kannst du natürlich gerne wieder mitnehmen, aber erzähl mir doch erstmal von dieser Zeit. Mit 20 bin ich dann nach dem Abi und meinen ersten beiden kleinen Jobs bin ich dann damals losgereist in 2015. Hab damals den Entschluss gefasst, so, ich muss jetzt los, wusste noch gar nicht so genau wohin. Und habe dann Wohnung und Job gekündigt und ein Grundschulkollege von mir, der Mo, der hat mir dann gesagt, ey du, ich habe jetzt eine Woche Urlaub, lass uns doch zusammen in meinen Passat hocken und wir fahren mal nach Südfrankreich. Und dann haben wir das gemacht. Hatte noch mehr Lust, dann auch mal auf eigene Faust noch weiter, so nach Frankreich oder so und wollte mir dann online im besten Fall irgendwie eine Reisegefährte oder am besten Fall eine Reisegefährtin angeln. Und dann plötzlich kriege ich eine Nachricht. Und schau mal, von wem kriege ich eine Nachricht? Und das Bild war wirklich ein strahlend goldener Engel. Und das war dann auch die Nachricht von Sabrina. Sie war 18 zu dem Zeitpunkt, war aus Kalifornien bzw. auf Hawaii aufgewachsen, gerade mit der Highschool fertig und wollte halt ihres Gap Years wegen nach Europa rüber. Es hat sich sehr schnell eine digitale Brieffreundschaft entwickelt, so, weil wirklich, wir haben uns so lange Texte hin und her geschickt und man hat auch direkt gemerkt, da klickt's. Klar haben wir uns drüber ausgetauscht, wo kommen wir gerade her, sie von der Highschool, ich von hier und da und dort und was sind die nächsten Schritte. Aber dann auch so Dinge wie, dass sie zu dem Zeitpunkt in einer Langzeit und auch dann lang... Long Distance, lang Entfernungs... Fernbeziehung. Fernbeziehung, danke. War mit ihrem langjährigen Freund. Sie hat mir aber auch schon dann relativ früh kommuniziert, dass sie so das Gefühl hat, dass... Naja, sie ist sich nicht so ganz sicher, ob das wirklich Zukunft hat, während diese klaffende Distanz zwischen beiden herrscht. Und da hat sich irgendwie direkt der Film kristallisiert. Wenn wir dann halt zusammen rumreisen, dass sich daraus was ergeben könnte, dass daraus was wachsen kann. Wie kam es denn dann tatsächlich dazu, dass ihr zusammen gereist seid? Wir hatten ja dann über Nachrichten, über unsere Brieftauben, haben wir dann abgeklärt, dass wir uns früher oder später, dann am 6. Dezember 2015, auf Teneriffa treffen würden. Da habe ich mich dann an so einen kleinen Parkplatz vor irgendeinem Supermarkt oder so gestellt, um dort zu warten, bis ihr Couchsurfing-Host sie dort auch hinbringen würde. Und so kam es dann. Also jedes Auto, das vorfuhr, habe ich dann reingeguckt, ganz neugierig. Ah, sitzt da ein blonder Engel drin. Tür geht auf und es steigt aus. Und ich sehe einfach wirklich nur noch, wie so ein goldener Schwung an Haaren halt eben durch die Luft wirbelt. Und mir direkt so ein sonniges Lachen, das war eine Sache, die sie sehr ausgemacht hat, war ihre sonnige Art. Also... so positiv, immer am Lachen. Also wir sind dann einfach direkt ein bisschen losmarschiert erstmal, haben uns irgendwo da hinten ein ruhiges Plätzchen gesucht, haben dann da ein bisschen gequatscht. Und was ja auch eine sehr interessante Dynamik ist, wenn man sich schon kennt, aber auch nicht und so. An dem einen Ende der Strand, also der touristische Strand, der ging dann so irgendwie zu Ende und haben uns dann dort halt eben am Strand im Sand aus den Strandliegen dann unser kleines Lager gebaut. Lag da vielleicht auch irgendwie so ein Knistern in der Luft? Also ganz ohne Frage. Es war ja definitiv ein romantischer Moment, wenn man sich so halb im Arm liegt und die ganze leuchtende Stadt unten her und man ist gerade auf einer neuen Insel und Freiheitsduft liegt noch in der Luft. Da war auf jeden Fall mehr als ein Knistern zu spüren. Als wir dann morgens vom ersten Abend dann morgens aufgewacht sind, sind wir da auch an einem anderen Teil des Strandes, haben uns gerade in der Bäckerei irgendwie ein bisschen Frühstück besorgt und lagen dort am Strand, haben gerade gepicknickt und ich habe sie so ein bisschen gekitzelt und dann war das so ein bisschen wild und dann früher oder später sind wir uns dann näher gekommen und dann kam es dann da zum Kuss und ich habe wirklich gemerkt, als wir uns dann endlich so wirklich näher kamen und dann ist wirklich die Welt rundherum ist sowas von weggeschmolzen. Also ich habe nur noch gehört, wie genau in dem Moment hinter uns irgendwo eine Möwe gelacht hat oder halt so laut geschrien und ich dachte mir so, ja Bruder, ich fühl's, danke. So hat mein Herz in dem Moment gelacht, wie die Möwe sich da einen abgeschrien hat. Wir hatten einfach so viel Liebe, Sonnenschein, Freiheit zusammen, einfach so viele Faktoren, die auch die sich gegenseitig einfach gepusht haben. Und wenn man halt eben so frei miteinander unterwegs ist und immer zusammen ist und auch viele
Hürdenmeister, sag ich mal, oder öfters mal am Verzweifeln ist beim Trampen oder dann irgendwie oder keinen Platz für die Nacht findet oder so. Solche Erfahrungen schweißen halt nochmal umso mehr zusammen. Auch wenn ich mittlerweile schon auf jedem Kontinent war und in dutzenden Ländern und viel erlebt hat, war diese Zeit, diese anderthalb Monate, die wir zusammen auf dieser Insel hatten, auf jeden Fall die schönste Reisezeit, die ich bis jetzt hatte. Die Zeit kam ja dann zwangsläufig auch irgendwann zu einem Ende, weil sie ja wieder zurück nach Kalifornien musste. Und ich dann auch erstmal wieder zurück nach Deutschland musste, um den Reisepass zu erneuern und dann bestenfalls auch direkt ein bisschen Geld verdienen, um rüber zu fliegen. Und dann habe ich sie zum Flughafen gebracht. Ich hatte zu der Zeit immer nur einen Ring an und habe dann diesen Ring abgemacht und habe gesagt, hier, dass du wenigstens ein Stück von mir immer dabei hast oder so irgendwas, habe ich dann den Ring ihr an ihre Halskette gemacht. Und sie hatte dann auch einen Ring, an den sie abgezogen hat. Da hatte sie so einen Ring mit einer Welle und sie hat mir dann die Welle gegeben. Ich habe ihr meinen Ring gegeben, das war noch so ein süßer kleiner Austausch. Und dann ist sie von dannen geflogen. Wie ging es dir da in dem Moment? Es war tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich geweint habe, aus Gefühlen raus, anstatt aus Schmerz. Weil es ja auch das erste Mal war, dass ich wirklich Gefühle hatte für jemanden. Und dann auch direkt so intensiv und vernetzt mit den ganzen anderen Faktoren wie Freiheit und Rumreisen und Sonnenschein und einfach so viele Faktoren, die das Ganze nochmal verstärkt haben. Die guten Gefühle zu der Zeit waren so intensiv, dass halt eben auch dass sowohl die guten Gefühle die schönsten, die tollsten, intensivsten waren, die ich jemals hatte, als dann halt eben auch der Trennungsschmerz dann der schmerzlichste war, den ich jemals hatte. Da war ich dann halt ziemlich bedrückt, auf jeden Fall. Ich habe dann auch auf meiner ersten Ukulele, die ich damals noch hatte, so ein altes Plastikding, habe ich dann mein erstes Lied geschrieben, so ein bisschen melancholisch und auch, sie ist weg in die Richtung. Als Sabrina dann wieder zurück nach Kalifornien geflogen ist, wusstet ihr da schon, wann oder ob überhaupt ihr euch nochmal wiedersehen werdet? Nee, nicht so wirklich. Der Plan war halt wirklich so, dann, ja, okay, du gehst mal wieder zurück nach Kalifornien, ich fliege wieder nach Deutschland, mache meinen Reisepass und erwirtschafte mir irgendwie genug Geld, dass ich dann mir einen Flug leisten kann, um nach Kalifornien rüberzukommen. Das war so der Plan oder die Idee. Und dann, wie es ja immer so ist im Leben und vor allem, wenn man so rumreist, kommt es immer anders, als man denkt. Kam dann von ihr die Nachricht, hey, Noah, I fucked up. Und ja, ich habe letzte Nacht mit Ryan geschlafen, und weil wir haben uns seit langem wieder gesehen und so, und es war ein Unfall und so das Übliche. Und als ich die Nachricht gelesen habe, ich war gerade bei meiner Oma, das weiß ich noch genau, habe ich die Nachricht gelesen und dachte mir erstmal so, ja, okay, das wundert mich jetzt gar nicht. Der Ryan, also ihr Freund, ihr Ex-Freund, was auch immer, in Kalifornien, von dem sie sich dann auch, als das mit uns angefangen hat, von dem hat sie sich dann auch rechtmäßig getrennt, sage ich mal, nicht so parallel geschoben, sondern schon auch Schluss gemacht mit ihm, aber da die ja eine langjährige Beziehung schon hatten, ist klar, dass das nicht mal so eben weggewischt ist. Es war eine interessante Mischung an Gefühlen. Boah, scheiße, ist das denn ernst? Und so ein bisschen, es tut weh. Aber auch so, ja, okay, dann ist das halt jetzt so, scheiß drauf, was willst du machen? Ja, okay, komm, vergiss es. Und daraus rauskristallisiert hat sich dann auf jeden Fall, dass ich ihr dann klipp und klar gemacht habe, wenn dir an uns was liegt, und davon gehe ich doch mal stark aus, und mir liegt an dir auch sehr viel, dann hoffe ich doch, dass du verstehen kannst, dass wenn dir an uns noch was liegt, dann solltest du auf jeden Fall nach Deutschland kommen, weil ich werde mir jetzt hier nicht einen Arsch aufreißen und irgendwie versuchen, da genug Geld zusammenzuwirtschaften, um dir hinterher zu fliegen, nur um dann einer von mehreren zu sein oder so. Im Endeffekt kam es dann auch dazu, dass sie dann halt eben nach Deutschland geflogen kam, mal 2 Monate später oder so. Ja. Da habe ich sie dann später auch in Berlin vom Flughafen abgeholt. Wie war dann das Wiedersehen mit ihr? Ich würde sagen, wir haben ziemlich genauso weitergemacht, wie wir aufgehört haben auf Teneriffa. Dann sind wir zusammen nach Holland, Belgien, dann später nach Mallorca und hin und her. Und dann ging die Kalifornienzeit los und ich habe dann mal ihre Familie kennengelernt. Und genauso perfekt, wie wir beide die ganze Zeit harmoniert haben, hat es dann auch mit mir und mit der Familie harmoniert und irgendwie war alles rundum schön. Mittlerweile war ich, glaube ich, 2 Monate ungefähr. Ja. War gerade 2 Monate schon dort in Kalifornien, als dann irgendwann sie und eine weitere Freundin, Daniele, und ich, wir haben uns zu dritt dann in Serenas Auto gehockt und hatten einen Roadtrip geplant in Richtung Grand Canyon nach Arizona. Da haben wir dann in der Nähe auch nochmal abends gecampt und so. Sind dann halt zum Auto hin, um zurückzufahren nach Kalifornien wieder. Ich sollte derjenige sein, der wieder zurückfährt. Und auf dem Weg zum Auto hin fragt dann Daniele fragt dann so, ja, Noah, can I drive? Und so, ja, komm, fahr du halt. Und hab mir nichts weiter dabei gedacht, hab dann gesagt, ja, fahr du.
Und beim Einsteigen ins Auto stieg ich hinten ein. Sabrina war vorne auf dem Beifahrersitz. Bin eingestiegen, Kopf ans Fenster gelegt, Musik hat leise gespielt und bei den ersten Bewegungen bin ich eingeschlafen. Alles schwarz. Und dann irgendwann werde ich wieder wach. Und dann war alles weiß. Ich bin im weißen Bett und alles ist weiß. Und ich habe hier einen Schlauch. Ich habe hier einen Schlauch. Und habe so Stück für Stück verstanden, dass ich gerade wohl im Krankenhaus bin irgendwie. Und es war auch noch alles ziemlich verschwommen, beziehungsweise es war schwer, es war ein Prozess aufzuwachen. Und ja, dann dachte ich mir erstmal, was zum Geier, warum Krankenhaus? Und ein paar Tage später ist dann, wo die Erinnerung wirklich einsetzt, wo die Erinnerung mitten im Gespräch einsetzt und Sabrinas Mutter sitzt hier auf meinem Bett so nebenher, ich liege halt hier so im Bett, sie sitzt da und ist so mitten im Gespräch und sagt so, ja und, well, she's an angel now. Sagt sie so zu mir. Und ich dann so ganz, ja, but you know, she's always been an angel. Wow. Und da ist es mir dann halt klar geworden. Ich habe es wahrscheinlich schon 5-mal gehört vorher. Aber da ist es dann wirklich, da ist der Groschen gefallen. Und ich habe es wirklich verstanden, dass Sabrina jetzt ein Engel ist und nicht mehr ist. Und Danielle auch. Und dann wurde mir dann halt auch gesagt, ja, du lagst gerade eine Woche im Koma. Und dementsprechend war das dann halt auch schwer, wach zu werden und mich und diese Informationen beizubehalten. Scheinbar ist uns dann auf dieser Heimfahrt von Arizona zurück nach Kalifornien, abends, wo ich dann im Auto eingeschlafen bin, ist uns dann wohl so um 9, 10 Uhr abends irgendwann auf der Autobahn ein besoffener Geisterfahrer entgegengekommen mit 160 km/h im Pickup-Truck. Und das war dann halt dementsprechend ein ziemlich krasser Frontalzusammenstoß. Wie ging es dir, als du das alles realisiert hast, was passiert ist? Es war auf jeden Fall das Schlimmste, was mir jemals passiert ist. Also ich meine, auf jeden Fall war ich sehr traurig und zu Tode betrübt. Ich konnte ja nicht mehr laufen, ich war dementsprechend sehr ans Bett gefesselt. Die Beerdigungszeremonie fand auf Hawaii statt. Anstatt dass man es betrauert, feiert man es eher. Und was sie hatte, war ein Paddle-Out. Da paddeln dann halt alle mit ihren Surfbrettern da auf Hawaii. Der engste Kreis, dann keine Ahnung, 20, 30, 40 Leute. Paddeln dann auf ihren Surfbrettern halt eben raus in den Pazifik und verstreuen dann dort die Asche und haben so ihren Kreis und schmeißen Blumen oder keine Ahnung so irgendwie. Auf jeden Fall schön. Wäre ich auf jeden Fall sehr gerne dabei gewesen, aber war halt natürlich nicht möglich. Also während ich so sehr am Trauern war, mich jeden Tag 50.000 Mal gefragt habe, warum? Was ist da, warum? Was bringt das, warum? Ja, es war so willkürlich. Dann auch noch mein ganzes Hab und Gut ausfindig machen, weil mein Rucksack, mein alles, was ich besitze im Leben, war halt noch in dem Unfallfahrzeug. Als wir dann den Kofferraum aufgemacht haben, sah es innen genauso zerdeppert aus wie auch außen. Das Erste, was mir ins Auge gefallen ist, war auf jeden Fall Sabrinas Gitarre, komplett zu Kleinholz verarbeitet. Und diese Ukulele war noch in seiner Ukulelentasche drin. Und noch heil. Das heißt, bei dem Unfall sind sowohl Sabrina und ihr Musikinstrument ums Leben gekommen und ich und mein Musikinstrument haben beide überlebt. Hat Sabrina auch Musik gemacht oder inwiefern hatte sie da eine Beziehung zu? So sehr, wie sie schon immer mit dem Wasser, das Wasser in ihrem Leben hatte, hat sie eigentlich auch schon immer die Gitarrenmusik in ihrem Leben gehabt. Gibt es noch etwas, was dich immer an Sabrina erinnern wird? Genauso wie ich auch eben schon mal angesprochen habe mit dem Ring, weil sie hat sie halt gerne die Welle oder halt ihr Lieblingselement an sich getragen und dementsprechend wollte sie auch, dass das ihr erstes Tattoo wird und dementsprechend hat sie dann sich das hier, das ist dieses kleine Herz mit der Welle drin, stechen lassen. Nachdem Sabrina dann gestorben ist, hat ihr Onkel, der auch Tätowierer war, hat dann viele der Familie tätowiert mit eben diesem kleinen Herz. Und das ist so das Symbol, durch das Sabrina noch erinnert wird. Und ich fand das auch ein sehr süßes Geste, eine sehr süße Geste irgendwie, dass sich die ganze Familie das hat stechen lassen. Wie wirst du Sabrina in Erinnerung behalten? Auf jeden Fall sowohl der sonnigste Mensch, den ich jemals getroffen habe. Also so immer am Lachen und immer fröhlich. Und auch diese Zeit, die wir zusammen hatten. Und sie als Mensch, da das so viele erste Erfahrungen für mich. Und auch so eine riesige Liebe und generell so ein großes Spektrum und so eine hohe Intensität an Gefühlen hat, das macht diese gesamte Erfahrung, prägt diese gesamte Erfahrung einfach sehr und wird mir halt für immer als definitiv die intensivste, wunderschönste und
schrecklichste Erfahrung im Kopf, im Leben bleiben. Freiheit, Liebe, Sonnenschein, sage ich immer. War auf jeden Fall sie als Mensch, als auch unsere Zeit zusammen. Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns im Fundbüro geteilt hast. Sehr gerne. Dann nimm natürlich gerne die Ukulele wieder mit nach Hause, damit du dich ja auch immer auch an die schönen Seiten natürlich weiterhin erinnern kannst. Sehr gerne. Und an welche besondere Person in eurem Leben denkt ihr gerne zurück? Erzählt uns doch gerne ein bisschen darüber unten in den Kommentaren. Und natürlich das übliche, klickt den Like-Button, abonniert, nicht vergessen. Und wenn ihr irgendwo eine Glocke findet, drückt drauf.